Einige Autostunden vom New Yorker Kunstmarkt entfernt lebt Mark Cohen in Wilkes-Barre, einer Kleinstadt in den Bergen von Pennsylvania. Er entdeckte das Blitzlicht für die zeitgenössische Fotografie. Man muss einfach beobachten, was passiert, und muss ganz dicht heran mit der Kamera. Ich könnte versuchen, ein Bild von seinem Hals zu machen. Ihr könnt zuschauen, es ist gleich hier. Kann ich ein Bild von deinem Hals machen? Diese Goldkette um seinen Hals. Vielleicht seine Augen. Die Art, wie ihm die Haare in die Augen hängen. Dies ist alles sehr ungewöhnlich, diese Form der Zusammenarbeit, sehr merkwürdig. Mark Cohen betreibt ein Fotostudio in seiner Heimatstadt. Er fotografiert Hochzeiten und Porträts, aber einmal am Tag blitzt er sich frei. Auf der Straße spielen sich die wirklichen sozialen Begegnungen ab. Etwas passiert zwischen mir und den Leuten, die ich fotografiere. Ich dringe in ihren Bereich ein. Und ich versuche, etwas geschehen zu lassen, wenn ich mit der Kamera und dem Blitzlicht ganz nah an die Menschen herangehe. Und eigentlich dringe ich dabei widerrechtlich in ihre Sphäre ein. Häufig fotografiere ich Einzelheiten von Menschen oder kleine Teile von ihnen. Oft spielt Sex eine Rolle. Manchmal sind es Kinder, die in schlechten Verhältnissen leben. Und dann wieder sind es alte Leute, die ich abbilde. Bestimmte Themen tauchen in meiner Arbeit immer wieder auf. Und es wird irgendwie eine Art sozialpsychologisches Dokument meines Sehens, darüber, was ich sehe und wie ich auf die Menschen in meiner Umgebung reagiere. Viele Jahre hindurch fotografierte ich straight und wollte reine Fotografie im ursprünglichen Sinn machen. Aber als ich das Blitzlicht entdeckte, fand ich heraus, dass ich mit der extrem kurzen Belichtungszeit des Blitzes und mit der großen Tiefenschärfe eines Weitwinkelobjektivs sehr schnell sein konnte. Ich kann sehr dicht herangehen und Bilder plötzlich machen, ohne durch den Sucher zu sehen. Denn dafür bleibt oft keine Zeit. Aus dieser Technik entwickelte sich mit den Jahren meine Bildsprache, die ich auch manchmal einem Polizisten erklären muss. Dieses Bild machte ich in einem kleinen Ort nahe Wilkes-Barre. Ich streifte nur so herum und suchte nach einem Platz zum Fotografieren. Und dann sah ich plötzlich dieses junge Mädchen. Ich folgte ihr ein paar Schritte die Straße hinab, hockte mich hin und machte so wie hier diese Aufnahme. Weil ich ihre Socken und Beine interessant fand. Aber es sind viele andere Dinge auf dem Bild, die ich in dem Moment nicht sah und mir nicht vorstellen konnte, wie zum Beispiel der Schatten und die Art, wie das Knie auf diese schöne gebrochene Kante zeigt, dieser andere Schatten und wie das Knie mit diesem Schatten korrespondiert und dann diese mysteriöse Räumlichkeit hier im Dunkeln. Filmische Werkstattgespräche über eine Kunstform unserer Zeit mit Harry Callahan,
nearly all of them, I would say, straight photography. Mark Cohen, Ralph Gibson, Joel Meyerowitz, Duane Michaels, Lisette Model. Die Welt ist so groß und so frei und es gibt so vieles. Stephen Shore, John Tcharkovsky, Gary Winogrand und Robert Frank. Das ist mein Leben. Paradise in Mabo, in Kanada. Die Hölle in New York. Hell in New York. Okay.